Wir haben währenddessen tatsächlich, das ist kein Witz, auf Panzer geschaut. Ich weiß nicht, warum dort Panzer standen, aber wir waren in einem Industriehafen. Wir schauten also bei romantischen Szenen auf Panzer und per Special Effects Maßnahme wurde mehr eingebaut. Colleen. Ja, Schätzelein. Ja. Würdest du das so sagen, weil Schätzelein oder ist das so Schätzchen oder das Engelchen, sagst du? Engelchen. 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 Liebe Colleen, das ist unter den Sternen, haben wir gerade gehört, das ist ja gerade, so habe ich das Gefühl, dein Hauptplatz ne, unter den Sternen. Ja, du kommst ja gerade wieder von einem Traumschiff, du bist ja dauernd unter. Das ist wahr, genau. Stimmt es, dass du gerade aus Miami quasi mit einem Traumschiff kommst? Nicht ganz. Also ich war zwischendurch in Berlin, aber bevor ich in Berlin war, war ich mit so einem Traumschiff in Miami. Und deswegen bin ich auch noch so ein bisschen gaga, weil wir in Miami in der Nacht gedreht haben. Wir sind also um 11 Uhr deutsche Zeit erst ins Bett gegangen und dementsprechend komme ich gerade noch nicht so richtig klar. Jetlag. Mein Gott, Traumschiff, also das ist ja, ich meine, weißt du, das geht mir so ans Herz, damit bin ich ja nun wirklich aufgewachsen, ja. Und jetzt ist das, wie Cheryl vorhin auch gesagt hat, alles ist irgendwie neu. Also, und trotzdem ist es noch das Traumschiff. Also ich finde, denen ist es echt gelungen. Mit komplett neuer Besatzung hat man aber immer das Gefühl, genau, da kommt jetzt der Kapitän und die Eistorte kommt hinterher. Und soll ich dir was sagen, die Eistorte kommt gar nicht. Was? Bei meinem ersten Captain's Dinner dachte ich so, und jetzt kommt die Eistorte rein. Da kommt gar keine Eistorte. Was kommt denn da? Nein, gar nichts. Oh, Sparmaßnahme? Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein ganz großes Geheimnis verrate, diese Eistorte wurde einmal gedreht und wird immer dann immer reingeschoben. Nicht dein Ernst! Ja! Und die Schauspielerinnen sitzen da. Das muss unter uns bleiben. Freuen sich und denken so, okay, jetzt kommt die Eis. Und dann sind sie so alle ganz enttäuscht und jeder klatscht schon so. Ja. Es kommt keine Eis dort. Sag mir, dass wenigstens diese, wie heißen die Wunderkerzen, dass wenigstens die. Nein! Auch nicht. Auch keine Wunderkerzen, keine Torte, keine Wunderkerzen. Aber ihr spielt die Begeisterung. Natürlich. Weil sie sind ja, hör mal, Traumschiff, ich meine, da kann man ja nicht nur... Ich sag euch jetzt noch was. Ja. Mein erstes Traumschiff, nicht nur, dass die Eistorte nicht kam. Man muss ganz kurz sagen, ihr wisst alle, sie spielt da die Schiffsärztin. Ja, da muss ich jetzt nicht weiter erklären. Ja. Nicht nur, dass die Eistorte nicht kam. Mein erstes Traumschiff fand unter Corona-Bedingungen statt. Es gab also nicht mal mehr. Ja, mehr mit Doppel-E. Mehr, M-E-E-R. Wir haben währenddessen tatsächlich, das ist kein Witz, auf Panzer geschaut. Ich weiß nicht, warum dort Panzer standen, aber wir waren in einem Industriehafen. Wir schauten also bei romantischen Szenen auf Panzer und per Special Effects Maßnahme wurde mehr eingebaut. Also nicht nur keine Torte, ach, keine so Wunderkerze, kein Meer, keine Fernreise. In welchem Land wart ihr? Bremerhaven. Ja. Und ich habe jetzt schon zweimal Traumschiff Namibia gedreht und werde permanent gefragt, wie ist es denn in Namibia? Ich habe keine Ahnung. Wieso nicht? Wirklich? Ich habe in Bremerhaven auf Panzer geguckt. Ach so. Aber du warte mal, also du warst jetzt aber wirklich in Miami? Ich war oder? Jetzt wirklich in Miami. Ja, da war ich mal ausnahmsweise. Nein, fürs Traumschiff. Tatsächlich war ich jetzt mal fürs Traumschiff in Miami. Aber ich habe vermeintlich viele Länder bereist mit dem Traumschiff, in denen ich nie gewesen bin, weil ich in Bremerhaven auf Panzer guckte. Ja. Ach Gott, ist das... Aber da, was das ist das da jetzt? Echt? Also ich meine, bei Florian Silbereisen weiß ich manchmal gar nicht, ob der echt ist oder ob das jetzt der Michael Kessler ist. Ja? In Wahrheit. Aber also das ist jetzt echt oder ist das jetzt auch eine Fototapete, vor der ihr steht? Nee, das war, glaube ich, meine allererste Reise fürs Traumschiff, wo ich mal die Welt außerhalb von Bremerhaven gesehen habe. Und da bin ich das erste Mal mit dem Schiff irgendwo hingefahren. Also dieses Meer ist jetzt tatsächlich mal echt. Okay, das, was natürlich ganz gut ist, der Vorteil am Bremerhaven ist, man kriegt keine Reise. Man hat kein Jetlag. Kein Jetlag, es wird einem nicht übel, weil es relativ... Also abends wieder zu Hause. Hast du damit zu kämpfen, wenn bei hohem Wellengang, dass dir da ein bisschen plummerig wird? Plummerant heißt also ich habe das quasi herbeigeschrien, wie man so sagt. Ich weiß noch, eine junge Schauspielerin kam an Bord und sie fragte mich, wirst du eigentlich seekrank? Und ich habe gesagt, nein, das ist mir noch nie passiert. Und kaum habe ich es ausgesprochen, war ich in der Kabine, wir fuhren los und ich hing 3 Tage
konnte ich die Kabine nicht verlassen. Und es war echt heftig. Also es flog alles hin und her. Ich habe das noch nie erlebt. Und die Flaschen und Gläser und alles flog. Also es knallte, weil permanent irgendwas gegen die Wand flog. Und man rennt dann hinterher, versucht die eine Vase anzufangen. Da ist die nächste schon an der anderen Ecke des Zimmers. Also es war unfassbar. Ich habe das noch nie erlebt. Und dann habe ich gemerkt, ich bin doch gar nicht so seefest, wie ich dachte. Und dann wünscht man sich die Panzer in Bremerhaven. Herr Maul, Sie haben so genickt gerade. Haben Sie auch schon mal eine Kreuzfahrt gemacht, wo Sie die Tüten, die eine oder andere Tüte mal in die Hand genommen haben? Nee, habe ich noch nicht. Aber es tut mir total leid, das mit dem Namibia, weil Namibia mag ich sehr. Wunderschön. Geht diesen Sommer hin und ich hätte euch gegönnt, ja. Also und ich habe es geguckt, die eine Folge. Also das war so glaubhaft, gerade diese Szene. Ja, ich, in der Wüste, Szene. Irgendjemand muss doch dort gewesen sein. Also, es gibt diese Szene, da gehe ich shoppen in Namibia. Ja. Das war Bremerhaven. Ja. Nicht traurig sein. Nicht traurig sein. Was ist denn hier überhaupt noch echt? Was kann man denn noch glauben? Wahres für Wahres. Wahres für Wahres. Und Riverboat. Und Riverboat. Egal wie viele Gäste da sind, auch es nicht geschafft haben. Ja, noch, ne? Die KI ist auf dem Vormarsch. So, und das wäre jetzt mal mein nächster Punkt, die künstliche Intelligenz. Also Colleen Ullmann Fernandes, das liebe ich ja an dir sehr. Du bist ja nicht nur Schauspielerin, du bist Autorin, Kinderbuchautorin und. Und du guckst überall dahin, wo es spannend werden könnte, wo wir gar nicht so drüber nachdenken, was da eigentlich gerade mit uns so passiert. Wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und da gibt es jetzt auch beim ZDF, am Montag wird das gesendet, kann man schon in der Mediathek sich angucken, das Manifest für die künstliche Intelligenz. Ja. Und das begleitest du, da führst du mal so ein bisschen durch diese Sendung. Genau. Was passiert eigentlich, wenn im Schauspielbereich die KI die Macht übernimmt? Keine Ahnung. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen müssen, weil die KI ist auf dem Vormarsch. Es gibt schon in anderen Ländern KI-generierte Moderatoren und Moderatorinnen. Und wir haben einen Typen in der Sendung, der heißt Sven Bliedung von der Heide. Da kann man hingehen als Schauspielender und sich einscannen lassen. Und dann musst du gar nicht mehr physisch am Set erscheinen. Der baut dich da einfach hin. Und das sind natürlich beängstigende Vorstellungen. Ein Avatar sozusagen, ja? Oder? Genau, ja. Dann kannst du in der Sonne liegen, in Namibia, und dein Avatar stellt hier die Fragen. Also das heißt, also ich meine, du kannst ja mit einem Knopfdruck, kannst du in Rekordgeschwindigkeit, kannst du ein Drehbuch schreiben lassen? Ja. Von der KI, du kannst. Mhm. Und weißt du, was daran schockierend ist? Also wir haben Filmschaffende in dieser Sendung und wir haben die KI Szenen schreiben lassen von der Soko. Und dann haben wir von unsere der Soko. Soko, genau, die Serie. Und dann haben wir unsere Experten und Expertinnen, haben wir Szenen hingelegt, also teilweise aus menschlicher Hand, teilweise aus KI, ja, Hand sagt man dann wahrscheinlich nicht mehr, also manche hat die KI geschrieben, manche ein echter Mensch. Und dann haben wir gesagt, schaut euch das mal an, könnt ihr das unterscheiden? Und sie konnten es nicht unterscheiden. Weißt du, und es geht ja jetzt schon so weit. Ich habe immer so eine Angst, dass meinen Eltern oder meinen älteren Verwandten das auch passiert. Ja, dass die. Letztens hat bei meiner Mutter jemand angerufen, sich als mich ausgegeben. Und wenn das dann jetzt wirklich auch noch möglich ist, mit unseren Stimmen das zu machen. Ja. Mein Gott, wir können gar nicht aufmerksam genug sein und alle immer gegenseitig uns warnen. Achtung, Achtung. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber Uschi Glas war ja jetzt gerade in so einem Fall, wo sie angeblich für Arthrose-Medikamente, glaube ich, oder sowas geworben hat. Und das war gar nicht Uschi Glas. Das war tatsächlich so ein Avatar, so ein digitalisiertes mit ihrer Stimme. Also wie weit kann das gehen? Was habt ihr herausgefunden in eurer Sendung? Also das ist wirklich krass. Ich habe neulich den Fall mitbekommen von einem Tagesschausprecher. Das passiert aber wohl einigen. Also es gibt Fake-Clips im Netz, wo behauptet wird, die Tagesschau entschuldigt sich für Fake News, die haben gelogen, was den Ukraine-Krieg angeht, etc. Und da frage ich mich natürlich auch, welche Dimensionen hat das? Inwiefern beeinflusst das Wahlkämpfe? Also die Deepfakes werden immer besser. Und genau deshalb müssen wir jetzt eben uns anschauen, wie gehen wir mit dem Thema um. Jetzt müssen wir die Regeln dafür festlegen. Und ich habe das Gefühl, dass da zum Beispiel auf politischer Ebene viel zu wenig passiert. Also gerade mit dem Thema Deepfake habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz unseren Zuschauern, was Deepfake heißt. Manche
haben das vielleicht noch gar nicht gehört. Also genau das ist Deepfake, wenn ich einen Clip mache von einer bekannten Person, also vermutlich das, was Uschi Glas, passiert ist, ist ein Deepfake, ein Video, bei dem man denkt, Uschi Glas würde mir irgendwas erzählen. Das ist sie aber gar nicht. Ja. Und da hat eben der Bund der deutschen Juristinnen zum Beispiel ein Positionspapier erarbeitet, wo sie dezidiert aufführen, wo die gesetzlichen Schutzlücken liegen. Und ich habe das Gefühl, die werden aktuell nicht wirklich geschlossen und ich verstehe noch nicht so richtig, warum. Aber umso wichtiger ist es ja eigentlich, dass ihr sowas macht, wie ihr es da jetzt am Montag dann zeigt, dass ihr euch damit schon auseinandersetzt und sagt, Achtung, Achtung, guckt da mal genauer hin und passt ein bisschen auf euch auf. Wobei ich glaube, wenn es dann erstmal rollt, kann man es gar nicht mehr aufhalten, oder? Waldi, was ist so? Ah, ich habe Glasfaserkabel vor der Tür liegen, das haben die gar nicht angeklemmt. Also bei uns ist da kein Problem. Bei dir ist kein Problem. Rum. Bei uns sind die Kühe noch echt auf der Weide. Bei uns ist das ein schöner Satz. Bei uns sind die Kühe noch echt auf der Weide. Ja, lass die mal laufen. Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Aber ich bin ganz ehrlich, also ich möchte heute nicht mehr 10 sein. Also was die jetzt all mitmachen, das, Gott sei Dank bin ich alt genug. Ich den Zug ist nicht mehr mitmachen. Na, wie erklärst du das zum Beispiel eurer Tochter? Wie, ich weiß gar nicht, wie alt ist die? Die ist jetzt 12 Jahre alt und ich glaube, dass vor allem die Auseinandersetzung mit diesem Thema wichtig ist. Und genau das möchten wir eben auch machen im KI-Manifest. Und wir haben so viele Leute angefragt zu der Sendung. Und da hieß es dann immer, ach Quatsch, in der fernen Zukunft passiert das. KI, vielleicht in 20, 30 Jahren müssen wir uns damit auseinandersetzen. Nein, die KI ist mittlerweile schon so weit fortgeschritten. Und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen. Wir müssen jetzt schauen, wie wollen wir mit KI kooperieren? Wollen wir überhaupt mit ihr kooperieren? Was ist mit den ganzen ethischen Fragen? Wir haben zum Beispiel auch eine Professorin für Ethik in der Sendung, um eben genau diese Fragen zu klären. Weil wir jetzt schauen müssen, wie soll unser Umgang mit dem Thema sein? Und genau dazu möchte eben die Sendung einladen, dass man sich damit auseinandersetzt. Man muss jetzt noch keine Meinung haben, aber man muss sich jetzt damit auseinandersetzen. Ja, und ich habe dich vorhin gefragt, Christian Ulmen, dein Mann, der ja auch als Hypochonder durchaus bekannt ist, habe ich gedacht, mein Gott, hat er jetzt nicht wahnsinnige Angst auch vor der KI? Und da hast du mir eigentlich eine Antwort gegeben, wo ich dachte, ja stimmt, passt wiederum besser zu einem Hypochonder. Ja, also ich glaube, es ist ja so, ne? Als Hypochonder recherchiert man sehr lang und dann weiß man schon, was man hat, bevor man zum Arzt oder zur Ärztin geht. Also geht er quasi mit einer fertigen Diagnose und sagt, passen Sie mal auf, Herr Doktor, ich habe dies und jenes. Und wenn der Arzt dann zu ihm sagt, nee, sehe ich aber anders. Ich glaube, er würde einer KI mehr vertrauen als... Obwohl, das habe ich aber schon immer gemacht. Also ich habe meinen Hausarzt angerufen, ich habe das und das und das. Da habe ich meine Medikamente gekriegt, dann war das gut. Also. Auch ohne KI. Nein, weil ich Angst vor Spritzen habe. Und ja, wenn der kam und sagte, ich kann dann sprechen, ich sage, nix, ich brauche das und das und das. Und das war aber immer schon so, das ist so Vertrauen. Da habe ich den angerufen, dann und die Symptome habe ich, Tumortablettchen und dann war das gut. Spritze, ja, nee. Tumortablettchen finde ich gut. Ja, und dann, ist das so, dass du ja gerade sagst, also dass ihr mit eurer Tochter auch natürlich diese Gespräche habt, Achtung, guck hin. Du hast da zwei Bücher mitgebracht. Ja, auf deinen Wunsch. Ja, genau, weil ich finde dieses Thema nämlich auch so toll, weil bei euch, also in meiner Kindheit, ja, und in meiner Jugend, ich habe wirklich mit allem gespielt, mit Pferden, mit Puppen, mit Jungs, mit Mädchen, also es gab keine so typisch rosanen Sachen oder die Prinzessinnen. Ich durfte auch nie die Prinzessin komischerweise sein, obwohl ich gerne gewesen wäre. Aber also bei uns gab es das irgendwie nicht, so typisch geschlechterspezifische Spielzeuge. Und da gibt es jetzt zwei Bücher, typisch, wie heißt das? Genau, also ich habe diese Dokumentation gemacht, No More Boys and Girls, da befassen wir uns genau mit dem Thema und es gibt so völlig absurde Dinge. Zum Beispiel gab es diese Studie, die haben Kinder-T-Shirts untersucht und haben festgestellt, bei den Mädchen sind Begriffe wie Beauty, Pretty, Cutie und so weiter, Born to be Legendary,
nur in der Jungsabteilung. Genie im Wachstum, nur in der Jungsabteilung. Und da fragt man sich doch, warum gibt es denn jetzt Born to Legendary nicht bei dem, to be Legendary nicht bei den Mädchen? Und es ist so absurd, welche Züge dieses Thema oder welches Ausmaß dieses Thema Gender-Marketing angenommen hat. Und da gibt es zum Beispiel auch diese Bücher, 100 Dinge, die ein Junge wissen muss und 100 Dinge, die ein Mädchen wissen muss. Hast du da mal ein Beispiel jeweils? Ich habe da ganz viele Beispiele. Aber lass uns also Haare kämmen, ne? Glänzendes und gesundes Haar, das ist natürlich für Mädchen mega wichtig. Dann steht da drin, wie decke ich den Tisch richtig. Ist nicht aus den 50ern, könnte man denken. Ist wirklich ein aktuelles Buch. Bin ich zu dick, bin ich zu dünn? Ja, das ist tatsächlich etwas, wo die der Meinung sind, damit sollten sich Mädchen auseinandersetzen. Gäbe es sowas auch bei den Jungs? Nein, für die Jungs sind ganz andere Sachen wichtig. Und zwar, wie verhandle ich mein Taschengeld richtig? Weiß ich jetzt nicht da so genau, vorne, da warum das bei den Mädchen... Du hast 80 Euro verlangt. Ne? Meine Mutter musste gucken, wo es herkam. Dann ist gut. Werde so schlau wie Albert Einstein. Warum steht es nur bei den Jungs? Und solche Fragen stellen wir uns eben in der Dokumentation No More Boys and Girls. Die findet man in der ZDF-Mediathek, weil ich verstehe es tatsächlich nicht, warum denn die Mädchen nicht ihr Taschengeld verhandeln sollen. Und vielleicht könnte auch der Junge mal lernen, wie man den Tisch deckt. Oh. Also, schlecht. Nicht schlecht. Meine Idee. Also, das finde ich hochsympathisch, weil du bist nämlich eine von denen, die doch darauf hinweist, ohne diesen Zeigefinger da, was ja auch ein bisschen anstrengend in der Zeit momentan ist. Ne? Es gibt entweder nur schwarz oder es gibt entweder nur weiß. Und ich finde das ganz toll, wenn jemand kommt und sagt, guckt doch einfach mal hin. Vielleicht entdeckt er ja für euch was, wie die Welt sich gerade verändert. Und der eine geht mit, der andere geht weniger mit. Aber du bist eine, die so ein bisschen so die Brücken auch schlägt. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt, wo ich weiß, dass du eigentlich alles nur von Bremerhaven-Seite aus gesehen und erlebt hast, bist du mir noch sympathischer, weil jetzt muss ich gar nicht neidisch sein auf all diese großartigen Reisen. Wie schön, dass du bei uns hier bist. Colleen Hernandez. Und dass du uns so viel erzählt hast. Ja, cool. Aber Bremerhaven ist auch schön. Ja, sie war ja auch ganz gut. Von den Panzern abgesehen.